Das 17. internationale Akkordeonfestival von Wien steht wieder vor der Tür und News44 sprach mit dem Initiator und Leiter Friedel Preisel über seine Anfänge und das Festival. Es hat gleich ganz gut funktioniert und Otto Lechner hatte mir damals zwei internationale Acts empfohlen und da hatte ich schon im ersten Jahr ein internationales Festival. 17 Jahre später, wenn Sie jetzt diesen Bogen spannen vom ersten Festival zu dem, hat sich da in Österreich gefühlsmäßig, was das Instrument betrifft, etwas getan? Na, sehr wohl. Ich meine, das sehe ich nicht nur bei den verschiedenen Gruppen, die beim Akkordeonfestival dabei sind. Sehr viele junge Gruppen, die auch schon Akkordeonisten dabei haben oder Akkordeonistinnen. Und natürlich auch im Publikum. Am Anfang war es doch eher so ein bisschen ein älteres Semester, die dabei waren. Und das hat sich mittlerweile so vermischt und es kommen unheimlich viele Junge zu den Konzerten. Also ich sehe da auch noch Platz nach oben. Also das ist noch gar nicht abzuschätzen, wo das noch hinführt. Sie haben ja von Amerika bis Australien Künstler hier in Wien. Hat sich hier, Österreich ist zum Beispiel eher mit Akkordeon und Volksmusik mäßig behaftet, aber das Instrument ist ja international eigentlich gefragt. Naja, das Instrument ist natürlich auch in allen Kunstformen eingesetzt. Also in der Klassik genauso wie der Volksmusik im Jazz oder in Avantgarde. Und das macht es eigentlich aus, dass das halt überall gefragt ist. Und in Österreich zum Beispiel hat das ja immer ein schlechtes Image, das Instrument. Volkstümlich, mit weichem D gespielt. Und in Wien sogar als heurigen Musikinstrument, also der Ruf war nicht der beste. Und eben durch die, ich würde mal sagen, durch die Globalisierung und die Öffnung der Grenzen, der damaligen auch der Grenzen im Kopf, natürlich hat sich da irrsinnig viel vermischt. Und meine Idee des Akkordeonfestivals oder der Programmierung ist eigentlich schon immer die gewesen, dass man mich nicht in eine Schublade stecken kann. Also ich könnte zum Beispiel nur Klassikfestival machen oder nur Italiener, nur Franzosen. Und ich denke, wichtig ist ganz einfach die Vielfalt aufzuzeigen, ohne dass man dann vom künstlerischen Niveau Mainstreamartig wird. Also das Niveau muss eigentlich, also für mich, mein Anspruch des künstlerischen Niveaus muss immer passen. Und das, glaube ich, hat auch, das ist auch sichtbar bei den Konzerten. Ich könnte mir vorstellen, dass sehr großes Interesse auch seitens der Künstler herrscht. Wie schaut es aus mit den Angeboten, die täglich auf ihren Tisch flattern? Dann passiert es so, dass ein Monat Festival, 30 Tage, sich mit Doppelkonzerte ungefähr 50 Gigs ausgehen. Anmelden zum Beispiel werden sich so ungefähr 100. Das heißt, es bleiben immer pro Jahr 50 auf der Strecke. Dann würde es ja ein leichtes sein, den Stoß abzuarbeiten und vorzuprogrammieren bis ins Jahr 2000 nimmerlein. Das mache ich überhaupt nicht, sondern ich fange bei der Programmierung an bei Null. Das heißt ganz einfach, dieser Stapel kommt weg, weil ja der emotionale Zustand von mir persönlich dabei sein muss, weil sonst könnte das gar nicht. Ich muss ja Spannung aufbauen. Und genauso sollte man auch programmieren. Wenn ich jetzt dann nach 2 Jahren Akkordeonfestival schon auf die Latte so hochgelegt hätte, dass ich 100% gehabt hätte, für mich persönlich, na, wo gäbe es denn dann eine Entwicklung? Also man muss immer schauen, dass man nie auf 100% ist, immer so pendelt. Und das macht meiner Meinung nach das Programmieren einen Spaß. Das Festivalprogramm 2016 ist ja wie immer sehr umfangreich bei Ihnen. Wenn ich Sie aber jetzt zwinge, mir 3 Tipps zu geben, was würden Sie mir empfehlen? Das ist eine gemeine Frage, weil das sind ja alles meine Kinder. Und man hat natürlich keine Lieblingskinder, aber trotz all dem, international gesehen, würde ich spontan das Motion Trio nehmen, die 3 Polen und Danza so cool, das aus Portugal und einen heimischen Act, den Otto Lechner mit dem Anome TV. Das sind die 3 Acts, die ich wärmstens empfehlen kann. Herr Preisel, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für das Festival und es geht ja weiter. Natürlich, 2017.